Sein Team in Blau-Schwarz ist direkt auf Temperatur. Siebte Minute, Malachowski. Starker Pass auf den startenden Martinovic. Dominik Martinovic. Führung Mannheim. Das 1:0, ein Start nach Maß, wie man so schön sagt. Der 12. Saisontreffer von Waldhofs Top-Torjäger. Seine Tore werden fehlen, denn er wird den Verein verlassen. Ziel unbekannt. Und Duisburg schüttelt sich kurz und antwortet. Freistoß Putsch und er findet Girtz. 12. Minute. Erstes offensives Lebenszeichen der Gäste. Die Mannheimer davon unbeeindruckt. Wieder Dominik Martinovic bekommt hier maximal Geleitschutz. Bahn Plädel 2:0. So schnell und so schön kann es dann gehen. 18. Minute, der Waldhof auch spielerisch in Aktion. Der MSV hier viel zu passiv. Und das nutzt Plädel. Gibt einiges zu notieren für Duisburgs Coach Thorsten Ziegner. Aber seine Mannschaft zeigt sich immer mal wieder. Gute Stunde vorbei. Kolja Busch prüft Behrens. Mannheims Keeper aber hier mit starker Reaktion. Aber trotz solcher Szenen, der Waldhof hat hier alles im Griff. Quadvo gegen Martinovic. Klare Sache. Freistoß und dazu noch die gelbe Karte von Schiedsrichter Haselberger für den Innenverteidiger des MSV. Die Distanz ist eine für den Spezialisten Marc Schnatterer. Aber noch fehlt dem 36-Jährigen die Präzision. Kurz vor der Pause erneut die Gäste mit Ayani, der hat Platz und findet in der Mitte Girtz. Aber nicht der Anschlusstreffer, denn Girtz mit dem Schubser gegen Jans. Treffer zählt zu Recht nicht. 2:0 zur Pause, bestes Wetter, läuft alles für die Waldhof-Fans. Die zweite Hälfte und die hat eine längere Anlaufphase und dann mal wieder der MSV. Wieder Push und wieder aus der Distanz. Glück für Mannheim. Aber Duisburg bleibt dran mit Mogultai. Und dann Kaspar Janda im 1 gegen 1. Versucht's mal. Die Offensivbemühungen, die sind da bei den Gästen. Und dann wird's richtig emotional. Gänsehaut pur im Karl-Benz-Stadion. Marc Schnatterer geht raus und verlässt in der 59. Minute damit auch die große Fußballbühne. Alles Gute, Marc Schnatterer. Und seine Teamkollegen weiter spielbestimmend. Riedl, Martinovic, starke Ballbehauptung und den Blick für Bahn. Bentley, Baxter Bahn. Eine Stunde ist da gespielt. Vom MSV geht nach vorne wenig aus, wenig Gefahr aus. Und dann auch noch das hier. Janda, kapitaler Bock. Tass passt auf. Und Tass mit dem 3:0. Berkan Tass, kurz zuvor eingewechselt. Scheint hier alles klar zu machen. Aber auch ein ganz, ganz großzügiges Duisburger Gastgeschenk vom Kapitän. Von Janda und das macht dann nur noch das Schleifchen drum. Und Christian Neidhardt, pure Freude bei diesem Spielstand, sieht anders aus. Kurz vor Schluss wacht Duisburg aber nochmal auf. Mit dem eingewechselten Assis Bouadous, gut durchgesetzt, immer noch Bouadous. Schöner Treffer, aber wertlos
denn das war's dann auch. Ein verdienter und versöhnlicher Saisonabschluss für den Waldhof. Aber über allem schwebt die Frage, wie geht's weiter mit Trainer Neidhardt?